Hallo und herzlich willkommen zurück zu Town of Salem mit Krian. Guten Tag. Und mit dabei Necro Salvage. Hallo, hallihallo. Ja, wer heute fehlt, ist glaube ich ganz klar. Der Giacomo ist nicht da. Das reimt sich, ich darf mir was wünschen. Und wir spielen All Any mit random Namen. Korrekt. Jo, also ich für meinen Part bin Bodyguard. Schon wieder ein Reim, ich darf mir schon wieder was wünschen. Wie schaut's bei euch aus? Warte, ich überlege gerade einen Reim. Dein Niveau, das ist echt tief. Ich bin ein Sheriff. Oh. Das nennt sich künstlerische Freiheit. Ich kann die Dinger ziehen, wie ich will. Also von so Sachen wie Reimschirm oder so hast du schon mal gehört, oder? Ja, durchaus. Ich mache das professionell. Pff. Ja, aber auf jeden Fall, ich kann das ja anders betonen. Das hat selbst Goethe schon gemacht. Jo. Ja, ich hab gehört, Necro fängt jetzt auch an hier mit aufnehmen. Ja. Lüge! Schweinerei! Was gehört hier? Link natürlich nicht in der Beschreibung. Jo. Bei mir auch nicht. Und ich glaube, ich hab euch zu leise gestellt. Vermutlich. Hier. Es gibt gleich einen Mord, denn ich spiele Support. Oh. Mafioso Support. Nein. Oh. Ich hab Ahnung, ich bin gut, denn ich bin super klug. Nein. Oh, da ist jemand tot. Ich hab einen Mafiosi gefunden. Ich ging dahin mit meiner Weste um, nur leider griff ihn keiner an. Boah, wie dumm. Hast aber die Metrik auch nicht hinbekommen gerade. Hey! Tot. Nett. Guter Job, Mafioso. Hey, hurra, der Werwolf ist tot. Darauf gibt's das gleich erstmal ein Butterbrot. Ja, yeah, ich übertreib's nicht. Ey, das wird jetzt eine Reimfolge. Ich schwör bei meiner Mama, meine Reime sind der Hammer. Alter, der Werwolf ist tot, ich schenk dir gleich Code. Wenn bei mir irgendwann nur noch ich zu hören bin, wisst ihr, ich hab sie gemutet. Ich wollte euch nur mal drauf vorbereiten. Was? Cotton Matter. Bad Night One. Santa Ferry Suspicious. Ich mach mal die Town of Salem Musik ein bisschen für euch an. Ich weiß, der Krian will mir eine Lime, aber für die Dauer der Episode bleibe ich beim Reimen. Jetzt hat er uns gemutet. Ich gebe zu, ich habe einen kleinen Verdacht, aber nur in Reim zu sprechen. Shit, ich hab's vergessen. Also wenn, dann hätten wir das vorher absprechen müssen. Dass man wirklich konstant nur in Reimen spricht. Nein, das machen wir in der nächsten Folge. Stopp. Das machen wir in der nächsten Folge. Oh. Gott sei Dank, jetzt ist vorbei mit der Übeltäterei. Der ist aber auch alt. Okay, jetzt ist wirklich gut. Also wenn, dann würde ich sagen, wir machen es wirklich in der nächsten Folge. Okay. Sehen wir das dann wirklich durch? Dann wird's durchgezogen. Oh Gott. Ja. Also wenn ihr dafür... Also Leute... Bisschen Cliffhanger für die nächste Folge. Wow, welche Überraschung, ich bin tot. Juhu. Ich glaube, ich kann das nicht. Ja, es wird dann schwierig, aber du denn hast du wohnst auf dem Strich? Nee. Du hast jetzt quasi jetzt rausgehauen. Denn die ganze Zeit nur zu reimen, ist echt schwierig. Ja, aber es wird dann lange gemacht, weil ihr habt jetzt angefangen und wenn, dann machen wir es professionell. Ja, dann ziehen wir das durch. Da kann man sich auf was freuen. Naja, ach, ich du bist tot? Eine andere Frage. Ich habe gesagt, ich bin tot, ja. Hahaha. Ha. Schreib mal kurz meinen letzten Willen. Hast du eigentlich gemerkt, wie toll das ist, weil ich einen weiblichen Charakter habe? Ne, hab ich gar nicht, verdammt. Kacklappen. Ging's nach hinten los. Meine Fresse, man. How is he now the Exe? Ach, Cotton Matter. Wir hätten keine All-Any spielen sollen. Ich gebe zu, ich habe einen Fehler gemacht. Naja,
Hätte ich bloß vorher drüber nachgedacht. Okay, ich brech die gleich echt jetzt ab, ey. Ich schwör's. Brech die gleich ab und die wird bei mir nicht genommen. Es ist mir völlig wurscht. Warum? Findest du das dumm? Entschuldigung. Okay, das war jetzt keine Absicht mit dem Entschuldigung und dem Reim. Doch was? Nee, das war's echt nicht. Das Warum und Dumm war Absicht, aber nicht das Entschuldigung. Also, das war jetzt schon wieder ein Reim. Ja, das bezog sich jetzt aber nicht darauf, dass es sich reimte, sondern nur, dass es keine Absicht war, dass es sich reimte. Übrigens fürs Protokoll, in before Manchester. Der Manchester. Vielleicht ist er aus Manchester. Nein, das war kein Reim. Das war nur zusammengesetzt. Das ist schon wieder so dumm gelabert. Das tut mir schon wieder weh. Weißt du, es ist dann doch auf Dauer vielleicht zu viel Zeit, die wir miteinander spielen. Es ist dann einfach zu viel. Was wäre, wenn ich auf Englisch schreibe? Das ist auf jeden Fall zu Ende. Ah. Also bei mir. Das machst Ende naht. Eine Sonderfolge und der Neko kann sie raushauen, wann sie will. Wann er will. Oder er muss halt nur mit dir das absprechen, je nachdem. Ich bin schon überlegen, diese Folge gar nicht rauszuhauen. Doch, doch, doch. So, das darf nicht vorenthalten werden. Oha. Sieh mal einer an. Wenn das alles stimmt, kann man gleich mal hier wunderschön reporten. Wieso? Weil er alle Mafiosi dann verraten hat. Wenn das die Wahrheit ist. So, der Alex sagt jetzt mit Absicht nichts mehr, weil er immer den Drang hat, irgendwas zu reimen. Nee, nicht deswegen. Ich überlege nur, wenn ich heute Nacht schütze. Hättest du ja mal mich schützen können. Ich wusste ja nicht, wer du bist. War doch offensichtlich. So einen tollen Namen kann doch nur mir einfallen. Ich glaube, er ist John F. Kennedy. Nein, bin ich nicht. Und ich bin tot. Oh, krasser Shit. Hab dem Hallo, Sheriff, glaube ich, irgendwas. Hallo, Leute. I'm back. Aha. Ingress. Egress. Ingress. Ich bin wieder da. Nein, das heißt Egress. Kein Problem. Hab ich gerne gemacht, Krian. Egress war Bodyguard. Das heißt, er hat auf jeden Fall gelogen, der Man. Also ist es auf keinen Fall ein Report. Gut zu wissen. Nice job, Alex. Nice job. Ha! Du kleine Bitch, ich hab dich mitgenommen. Schön gemacht, Alex. Gut. Dankeschön. Good job, Bodyguard Lutscher. Und ein Amnesiac hat sich zurückerinnert. Das F-Framer war, na ganz toll. Naja, das Problem ist, ich bin sowieso bald wieder tot. Wer zur Hölle ist Samuel Paris? Keine Ahnung, irgendeiner? Ich nicht. Er hat geschrieben, ich mag Kekse, das hört sich sehr nach Blank an. Der ist aber nicht drinne. Der ist nicht drinne und warum schreibt jemand meinen Namen? Wo? Mike. Ah, Mike. Ich habe gerade eine Nachricht von Jaco bekommen. Ja, meine lieben Zuschauer, ich heiße, ich hab auch tatsächlich einen Namen. Ja, kleine Bitch. Ach, du. Du bist mir aber ein Schmutziger. So, was ist hier eigentlich los? Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Dane DeHaan wird hier jetzt hochgewählt. Der Herr Dexter, wie er aussieht. Was jetzt richtig lustig wäre, wenn der Amnesiac einfach der einzige Mafioso ist, weil es nur drei gab. Oder nur zwei gab. Das wäre viel lustiger. Das glaube ich nicht, dann wäre die Runde schon um. Wir hatten nämlich keine Tote durch SK und niemand hat gesagt, er wurde gedoust. Ja, aber er hat sich ja erinnert. Ja, aber dann wäre die Runde schon um gewesen.
Er hat sich an der gleichen Nacht erinnert, wie der andere Mafiosi starb, deswegen war ich mir nicht so sicher. Roman Fries Mafia. Sagt Clown. Kommt er drauf? Fürs Protokoll? Ach nee, scheiße, darf ich nicht sagen. Okay. Und um jetzt nochmal auf Necro zurückzukommen, weißt du denn, was Egress ist? Nö. Das ist das, was an Luft in die Weiten des Weltalls geblasen wird, wenn eine Luftschleuse geöffnet wird. Was? Genauso mit Ingress. Das ist das von Arsenis. Vakuum, was wieder mit reinkommt. Nice. Top. So, wie kam sie drauf, dass er denn bitte Arsenis ist? Bane ist Arse. Dachte The Dude. Interessant. Der ist wahrscheinlich gerade AFK, hängt auf der Bowlingbahn rum und trinkt White Russians. Das kann gut sein, ja. Für alle, die es nicht wissen, das ist eine Anspielung auf The Big Lebowski. Lebowski, nicht Lebowski. Dasselbe Lebowski und... Boah, ich lebe noch. Krass. Lebt denn der alte Krieger noch? Ey, so alt bin ich nicht. Ansichtssache. Ja, das stimmt. Kommt immer drauf an im Vergleich zu anderen. Captain Meta ist tot. Er war jetzt da. Oder er war halt wirklich Sheriff und ich wurde geframed. Oh, ich wurde wirklich geframed. Aber doch, Jess, hab ich doch gesagt. Offensichtlich. Told you. So, die Frage ist, wie viele Mafiosis gibt's noch? Hm. Emma Paris soll auch mal versagen. Überleg gerade. Ich kann eigentlich sowieso nichts machen. Inhaler sagt Sam ist Mafia. Och, das ist immer dieses Post-Will. Was? Inhaler sagt wirklich, ich wäre Mafia. Interessant. Aber das ist dieses Post-Will. Ich weiß, ich reg mich da in fast jeder Folge oder auch in jedem Stream drüber auf. Das ist so sinnlos. Guck mal, der Jester hat auch einen Will gepostet. Er war gelogen. I'm Town Support, sagt Samuel Paris. Bin ich ja auch. Darfst du mir hier nicht sagen. Ich bin ich doch gar nicht. Ich kenne den Typ nicht, ich kann ihn aber verstehen. Es ist halt so verdammt schwer, wenn ein Framer da ist. Wahrscheinlich stehe ich halt wirklich alleine hier. Okay, so ganz allein kann ich nicht sein. Es sind ja noch 8 Leute. Also 7 neben mir, eine Reihenfolge. Konnte leider nichts machen. Du warst Retri. Weil ich weiß, du hast es vorhin schon mal gesagt, aber... Das hat nicht so bedeutend, der Alex ist nicht da, oder was? Keine Doch, Lust, ist er. Ne? Aber was soll ich machen? Ich bin tot. Viel Spaß, Krian. Du darfst jetzt alleine moderieren. Okay. So, endlich steigt das Niveau wieder. Ich werde diesen Punkt auf jeden Fall festhalten. Moment, es ist Minute 14. Alles klar. So, ab jetzt mit Niveau. Ich bin sowieso bald Irgendwie so. Sinkt das gerade, das Niveau. Tiefer als 0 geht nicht. Von daher. Minus 1, minus 2. Das geht beim Niveau nicht. Ich bin sowieso tot. Oh, cool. Clown ist Mafia.
hat das erwartet? Ja, ich weiß. Problem ist halt, es gibt einen Framer. Das ist so blöd. Das macht es so unglaublich schwer als investigative Rolle. Abgesehen von Lookout oder Spy. Brown the Sheriff sagt John F. Kennedy. Was hat er denn sonst noch rausgefunden, der Herr Sheriff? Burger and Fries. Seahawk soll Mafia sein, sagte Dude, nachdem Seahawk ihm was sagt. Seahawk soll Mafia sein. Ja, auf jeden Fall ist es Clown und der Fries. Inhaler ist anscheinend Mafia oder Chester. Alles klar. Naja, das war's dann. So, wir haben ganz klar verloren. Da kann man nichts mehr machen. Ist halt ärgerlich jetzt, aber man kann es halt wirklich nicht ändern. Läuft manchmal so. Ja. Kann man nichts mehr ändern. Sehr ärgerlich. Und dann ist Torb der Godfather. Torb ist Godfather. Der war mir als Not Suspicious angezeigt worden. Survivor. Und aus dem Grund, wenn er wirklich Survivor ist, aus dem Grund töte ich Survivor grundsätzlich. Ich wurde gestern entweder innerhalb des Streams, also ich habe gestern gestreamt, die Folge ist schon vor ein paar Wochen aufgenommen worden, wenn ihr es seht. Aber wie habe ich ja schon gesagt, Survivor tue ich immer, weil ich grundsätzlich gegen die Town stellen, sobald Mafiosi ein bisschen eine Überzahl sind. Naja, das war's auf jeden Fall. Oh. Mal gucken, also Clown ist Mafia, Burger and Fries ist Mafia. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte gerade überhaupt keine Übersicht über die ganze Runde. Ja. Town Support, was soll man da schon machen? Ja, als Retri kannst du nur wiederbeleben. Ja, ich hab dich ja wiederbelebt. Ja, ich weiß, aber das Problem ist halt, dass ich halt totes Fressen war. Mich konnte keiner mehr schützen, weil leider hatte Alex schon vorher einen Mafiosi erwischt. Halt ärgerlich. Kann man nichts ändern. Alex, du kannst im Prinzip schon langsam, aber sicher fast die Verabschiedung anfangen, weil ich glaube, allzu lang wird das nicht mehr dauern. Okay, Moment. So ganz langsam, also nicht zu übertreiben, aber es dürfte nicht mehr zu lange dauern, weil Mafia hat uns hat die Town outnumbered und jetzt töten sie keinen, ich fasse es nicht. Burger and Fries sagt, er wurde attackiert. Ach komm. So geht's. Ne, Gens. So. Gens. Ich habe gerade so geht's gelesen. Dude, Torb. Dude, kill Torb. Erinnert mich ein bisschen, ey Mann, wo ist mein Auto? Den gesehen? Ja. Wo sie dann, nachdem sie richtig durch die Techte Nacht hatten, aufstehen, dann sehen sie, dass der andere hinten immer so ein Tattoo auf dem Rücken hat. Und der eine so, Dude! Was, Dude? Und Sweet, wie heißt meins? Dude, wie heißt meins? Sweet, wie heißt meins? Dude, wie heißt meins? Sweet. Ich glaube, Dude war es gar nicht. Aber das mit dem Sweet stimmt auf jeden Fall. So, und Samuel Paris macht hier das Alphabet. Sehr schön, Nico. Das war nicht das Alphabet. Was dann? Guck doch mal, was nach F kommt. Ach, ist die Ton? Nee. Einfach nur, du kannst kein G, oder was? Doch. Das Alphabet nicht. Doch.
Ach dich doch, guck mal, was nach F kommt. Es ist nicht das Alphabet. Ja, einfach nur, weil du es verkackt hast. Gib's doch zu. Ja, ich hab daneben geklickt. Das G ist neben dem H. Na, ich doch, du kannst einfach nichts. So, war's das jetzt wenigstens? Komm, mach Schluss. Das in die Länge ziehen ist halt schlimm. Wir können es aber da nicht ändern. Es tut mir leid. So, verbrennte Dude noch. Hat sich wohl zu viele Red Russians reingehauen. Investigator Dude. Finally, jetzt darfst du, Alex. Gut, dann hoffe ich, die Episode hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. In diesem Sinne, wie immer von der Barcade und Krian und Necro. Bye, Leute. Ciao. Ciao und danke fürs Zuschauen.